Was geht? Irashaimase, Minasan. Nein, Alter, ohne Scheiß. Wir hören diesen Podcast sofort auf. Was ist falsch mit dir, Was ist falsch mit dir, du Rassist? Was hast du gegen Japaner? Alter? Was? Oh, Nun, es ist der das darf großdeutsche ich, das darf Podcast ich in und den öffentlich-rechtlichen Medien darf ich sowas nicht sagen. wir sind nicht öffentlich-rechtlich. Wir Das sind denkst höchst du? illegal. Ja, Stimmt, stimmt. aber das ist der großdeutsche Podcast und die waren schließlich auch dabei, also. Ja. Hallo, ich meine, die Japaner sind Ehrenarier. Wir müssen auch auf sie Recht geben hier. Ja, unseren Respekt zollen, indem wir. Nein. Weißt du, es gibt einfach gewisse Dinge, die werde ich nicht tun. Und Darunter den das. Jap Hallo. darunter Asiaten Respekt zollen. Ja, denn ich bin. Weil Michael wie so ein dummer Anime-Spruch gemacht hat. Jetzt für immer rassistisch gegen alle Asiaten. Inklusive Türken. Wir sind keine So Rassisten, weit versprochen. fasse ich den Griff. Alles östlich von Berlin. Ja. Und auch Berlin ist schon ziemlich kritisch. Ja, also das ist schon ist das Istanbul der Welt tatsächlich. Berlin ist ja schon quasi Orient. Ja. Hallo, die haben Currywurst. Wo kriegen wir das Curry her? Echt, ey. Ja, Zum hallo. Thema, wo kriegen wir Zeug her? Also, fucking dummy thick Schiff steckt im Kanal. Ja, jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Sie sind Sie aber ist halt. jetzt wieder und jetzt wieder nicht mehr. Ja, also ich sehe sie momentan auf vesselfinder.com, not gesponsert. Ist sie vor 10 Minuten hat sie gepinkt. Sie ist in diesem großen See in der Mitte vom Suezkanal. Dann fährt ihr jetzt weiter, sind meine Grafikkarten, meine 50 dann auf dem Weg, ja? Ja. Das ist schön. Ich vermute mal, die wird sich bald wieder auf den Weg machen. Das ist halt, es gibt, wenn du halt da drüber guckst, das sind so viele Schiffe, ne? Das ist so eine ganze Blase von Schiffen. Und du weißt, dass die alle dem Ding entgegenkommen werden. Stell dir vor, du arbeitest auf diesem Schiff. Und die kommen und alle hassen dich, die dir entgegenkommen. Diese ganzen Seefahrer, die einfach die ganze Woche lang nicht mehr zu ihrer Familie zurück konnten. Die fahren einfach so aneinander vorbei und versuchen sich so gegenseitig ins Gesicht zu spucken. Das Lustigste ist, die haben die Evergiven freibekommen wegen des Mondes. Der Vollmond hat halt, ne, der Vollmond verursacht ja Veränderungen im Wasser. Um es mal sehr simpel auszudrücken. Und dadurch wurde halt das Schiff auch angehoben und konnte einfacher losgelöst werden. Ja, nice. Also danke, die ganzen Hexen, die Zaubersprüche gewirkt haben, um dafür zu sorgen, dass es noch einen Vollmond gibt. Wir sehen euch. Ja, gute Sache auf jeden Fall. Wer trägt eigentlich so die Kosten davon? Also insgesamt. So, welche Versicherung ist jetzt komplett im Arsch? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich meine, das sind ja schon einige Milliardchen so. Das ist, lass mich nachgucken. Es gibt nämlich eine Website, wo das getrackt wurde. Is the ship still stuck? .com. .com. No, what a relief. Stuck for 6 days, 3 hours, 38 minutes. 59 Milliarden. Ja. Also Zahle ich aus der Portokasse. schon so ein kleines bisschen. Ich meine, du musst dir geben, ich glaube, also Wall Street Bets hat da auch so ein Sechstel von gemacht damals. Ja, ich meine, das wär schon ein ziemlich ausgiebiger, ausladender Montag für so Jeff Bezos. Ja. Goddamn. Ja, also, das stimmt eigentlich, ne? Der könnte sich das im Alleingang. Der könnte sich das locker leisten. Machst du doch Ich auch meine, sicher, oder? natürlich Altruismus. realistisch nicht, weil das Geld, das er tatsächlich hat, ist ja in Amazon-Aktien. Ja, das ist nicht liquide. Aber Er schenkt einfach allen Leuten, die, also all den Betrieben, die da irgendwas verloren haben, schenkt er so 10 Aktien.
pro Nase. Aber du musst dir mal so vorstellen, was so für den Otto-Normalbürger so ein Autounfall ist. So, weißt du, mal nicht aufgepasst und irgendwie in so ein parkendes Auto gefahren ist. Für Jeff Bezos diese Sache. Ja. Ist fucking. Ich mach einfach mal so eine Woche lang so die zweitgrößte Handelsroute auf dem Planeten zu. So. Kann mir das dann heißen. Kann man mal machen. Ich habt ihr das gesehen auf Twitter, wo sich Leute über Amazon am Beschweren waren und dann ganz plötzlich sehr viele Konten von Leuten, die sich gerade bei Twitter angemeldet hatten, darüber geredet haben. Oh, es ist so toll, Angestellter bei Amazon zu sein. Es ist schon schwer, aber mein Supervisor ist so nett zu mir. Ja, immer wenn ich mit irgendwas arbeite hart und dann geht das. Und wir wenn haben ich einseitig belastet bin, fucking Bedarf einer Gewerkschaft. Wenn ich einseitig belastet bin, sagt der Manager, okay, dann rotiere ich dich mal in eine andere Position. Und es gibt mehr, sehr spezifisch darüber, dass es mehr als genug Badezimmer gibt. Und irgendwer sagt, das ist halt, irgendwer meint dann so, du bist halt einfach nicht echt, du bist fake. Und dann kam eine andere, die halt auch gerade erst gemacht wurde als Account. So, nein, ich habe die vorhin erst gesehen. Das ist ein absolut echter Account von einer echten Person. Jemand hat auf Twitter so gepostet, so, ich liebe es, mit all meinen menschlichen Kollegen von Amazon auf Twitter zu posten. Ich arbeite gern für meinen Konzern. Real Amazon Employee Hours. Das ist auch so eine Sache. Ja. Ja, das ist so. Das ist so das, was diese Woche passiert ist eigentlich, ne? Dann können wir eigentlich aufhören jetzt. Ja. Es gab nicht irgendwie horrendes Corona-Missmanagement oder so. Nein, das passiert hier nicht. Wir sind Impfweltmeister bestimmt. Ja. Wir sind Wirtschaftsweltmeister, wir sind Fußballweltmeister, wir sind Impfweltmeister, wir sind eigentlich generell Weltmeister. Also die sind können wir Fußballweltmeister? Nein, natürlich nicht. Export- und Importweltmeister. Genau, wie alles andere eigentlich auch nicht. Wir waren mal Fußballweltmeister, das weiß ich. Ja, wir sind Exportweltmeister, wir sind Importweltmeister, wir sind auch Portweltmeister, wir haben die meisten Häfen. Also grundsätzlich. Ich finde das so lustig, dass halt irgendwie, ich weiß, dass die Testungen wurden ja rausgeballert als ja, mit den Testungen können wir dann weitere Öffnungen vollziehen. Und jetzt, wo halt viele Länder hergehen und testen und die Fallzahlen steigen, sagt die Merkel einfach, ja, also das mit dem Testen sollte ja nicht dazu führen, dass plötzlich mehr aufgemacht wird. Das ist halt genauso, wurde uns das verkauft. Ja, dafür müssten vor allem auch die Tests erstmal wieder, ne? Ich glaube, die gab es mal im Aldi, mal so eine Woche lang. Aber was heißt eine Woche lang? So 2 Minuten lang. Ja, eben, also die sind dann sofort weg gewesen. Ja, das ist halt, das ist auch nicht. Das einzige wirkliche Weg ist halt im Endeffekt Impfen. Und da sind wir ja auch nicht an dem Punkt, wo wir auch nur über einen Impfstopp, wirklich über den Exportstopp, so wie es überhaupt debattieren des Impfmaterials. Also es wird darüber debattiert, aber es wird nie ernst genommen. Ja, ich meine, AstraZeneca hat tatsächlich jetzt einen Exportstopp. Ja, die haben die ein oder andere Lieferung festgesetzt. Ich glaube, es gibt keinen universellen Exportstopp von Impfstoff. Ich meine, es gibt sogar einen universellen Exportstopp für diesen Impfstoff spezifisch. Das wäre natürlich ziemlich nice. Weil das ist ja auch live googeln. Aber sei es wie es wolle, Jean-Claude Juncker, der ehemalige Kommissionschef, findet, wir sollten uns nicht so grob unsere vertraglich festgesetzten fucking Bedingungen holen. Wofür europäische Steuerzahler gezahlt haben? Ja, danke sehr. Nein. Weil AstraZeneca Liefervereinbarung nicht einhält, darf der Konzern seinen Impfstoff laut Binnenmarktkommissar Breton vorerst nicht aus der EU ausführen am 26.03. Was vorerst heißt und ob das jetzt schon, ob das überprüft wird, ob das kontrolliert wird, wo die das hinschicken, ist jetzt nicht die. Ja, weil das war ja dieses Ding, wo die 29 Millionen Dosen in einem italienischen Lager gefunden haben, die wohl wahrscheinlich husch husch nach England exportiert werden sollten. Und wo ist dann nicht so, was?
was? Dieses Lager, das wir mit extremer Schwierigkeit auf eine Art und Weise gemacht haben, dass diese da im Endeffekt praktisch versteckt sind und die eher zufällig gefunden wurden als alles andere. Das haben wir alles gemacht. Da haben wir die haben da einfach nur gelagert. Ja, vor allem die größte Farce daran war. Das hat nichts mit nichts zu tun. Die größte Farce daran war ja, dass die alle aus dieser niederländischen Fabrik kommen. Und diese niederländische Fabrik ist jetzt seit kurzem, glaube ich, seit 3 Tagen oder 2 Tagen oder so zugelassen von der EU, aber die wurde nicht zugelassen, weil die EU Nein gesagt hat, die wurde nicht zugelassen, weil das einfach nicht beantragt wurde. Denn das würde heißen, dass sie halt an Europa liefern müssten, aber so mit einem Werk, welches halt in Großbritannien beispielsweise zugelassen ist, aber nicht in der EU, kann man natürlich wunderbar sagen, sondern ja, ihr wollt das ja nicht so, ihr habt das ja nicht zugelassen und dann schicken wir das woanders hin. Das ist halt, ich meine, Applaus für die ganzen Brexit-Leute, die im Endeffekt fucking einfach europäische Spritzen jetzt klauen. dann habt ihr gut gemacht. Fucking. Das wollen sehr viele, verstehen. Sehr viele Liefer fühlen sich ja tatsächlich bestätigt darin, dass fucking Buck Death Westminster uns unser Zeug wegnimmt. Ja, ich meine, weißt du, ich bin ja pro, wir exportieren Spritzen in Länder, die selber die nicht produzieren. Das finde ich vollkommen also so in Ordnung. Die USA. Ich wüsste gerne, wo das Drecksloch wäre, wenn wir als EU gesagt hätten, okay, BioNTech, so, wir fördern das jetzt vernünftig, ihr sucht euch Partnerschaft mit Sanofi oder Bayer oder was weiß ich, oder allen gleichzeitig und gut ist. Dann hätte die USA ja einen eigenen Impfstoff herstellen müssen, das geht aber nicht. Das haben sie mit AstraZeneca ja gemacht. Ja. Also Moderna ist ja der amerikanische Impfstoff, aber das ist halt nur einer. Und in der EU wurden, glaube ich, alle anderen, jetzt mal abgesehen von den russischen und chinesischen, aber... Ja, Moderna ist ja nicht mal zugelassen. Bisher. Oder? Ja. Moderna ist in der EU, ich bin mir ziemlich sicher, dass Moderna in der EU zugelassen ist. Das war auch der zweite. Johnson & Johnson ist zugelassen. Ja, stimmt, Johnson & Johnson zuletzt. Ist zuletzt. Und der ist auch ja, nur aber mit Partnerschaft... Ja, aber das ist ja letztens erst passiert. Ja. Aber wenn wir darüber reden, zum Thema von letzter Woche, dass Bill Gates in der Mitte positioniert wird von der Warteschlange der Guillotine. Hat Philipp etwas gefunden, herausfinden, dass die Bill and Melinda Gates Foundation da ein bisschen mitgeholfen hat, dass das nicht open sourced wird. Das Moderna Oxford. Wurde schon im frühen Januar zugelassen. Oh, okay. Ach, na dann. Dass der AstraZeneca-Impfstoff nicht open-sourced zur Verfügung gestellt wird, sondern die Lizenz verkauft wird an AstraZeneca. Das ist sehr schlau, ja. Dass man das macht. So sollte das sein. Aber wir sollen dankbar sein, weil die Bill und Melinda Gates Foundation wird ja dafür sorgen, dass es leistbar ist. Bill Gates ist wirklich so ein Charakter, weil er halt legitimerweise super viel macht gegen den Klimawandel und globale Katastrophen, aber gleichzeitig dann halt auch so eine Scheiße passiert, wo ich mir denke, alter Finne, du wirklich, 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 Guillotine für den Schwanz zuerst. Da habe ich ein schönes österreichisches Sprichwort sozusagen für euch. Du rüttelst am Watschenbaum. Die Frucht fällt schnell, man glaubt es kaum. Ja. Bill Gates rüttelt am Watschenbaum. Ja, so ist das. Ja, das, ich finde, dass das korrekt ist, was da gerade gesagt wird. I endorse this product or service. Was auch immer. Aber diese ganze AstraZeneca-Scheiße ist schon eine ziemliche Farce. Ich verstehe auch nicht so, das ist auch irgendwie, wie letzte Woche auch schon gesagt, so diese ganze Firma büßt ja unglaublich an Glaubhaftigkeit ein. So. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt großartig Bock drauf hätte, so, weil, was weiß ich, wenn wir Glück haben, so, dann sterben die Leute einfach so nach 5 Jahren, weil da irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein, was weiß ich, Deadman's Witch. Ein Glyphosat einfach reingemacht wurde, so. Ja, ich hoffe doch nicht, weil immerhin habe ich den AstraZeneca bekommen. Das wäre so lustig. Danke, Kiel. Stellt euch vor, jetzt rein hypothetisch, ne, das wäre ich. Das ist etwas, das wird natürlich garantiert nicht passieren. Aber
weißt du, wir kriegen Herdenimmunität, 60% geimpft, ne? 75% der Bevölkerung sind geimpft, ne? Das heißt, ja, es ist der Punkt, wo Herdenimmunität da sein sollte. Corona-Fallzahlen gehen immer noch weiter nach oben. Mhm. Was meint ihr, würde dann passieren? Ich habe keine Ahnung. Hinblick. Also dann würde, also im Hinblick dessen, was die Menschen in der Gesellschaft tun. Sich aufhängen? Ich, ohne Scheiß, ich bin der Meinung, dann würden Leute einfach sagen, fuck it. Ja, ist, ja, ist halt natürlich. So. Das ist also halt so. Ich wundere mich, dass das irgendwie überhaupt ein Jahr lang gehalten hat, bis die Leute halt sagen, oh ja, das ist deutlich länger, als ich erwartet hatte. Es ist ja auch relativ interessant, so, das ist, man ist ja schon relativ weit davon weg von dieser Krankheit, so grundsätzlich als jemand, ja, der ja sowieso halt, gut, ich bin Student, so, ich bin jetzt seit einem Jahr irgendwie im quasi Homeoffice, so, fürs Studium, ja, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt damit, so. Mhm. Man könnte ja meinen, so, es gibt ja Leute, die da halt nicht so dieses Transferdenken haben und meinen so, okay, wieso soll ich jetzt die ganze Zeit zu Hause sein, das ist mir doch egal, so, es affectet mich nicht, so. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank bin? Ja. Letztens habe ich einen Post gesehen, wo eine Dame so gemeint hat, wir müssen ganz fest zusammenhalten, wenn diese Pandemie vorbei ist, dass wir nicht zulassen, dass sie uns zurück ins Büro zehren. Weil im Status quo trete ich Meetings bei ohne Hose an. Ich kann während meiner Arbeitszeit aufs Klo gehen, wie ich will. Ich gehe nicht mehr ins Büro. Die müssen mich schreiend wieder dort reinzerren. Das ist, glaube ich, eine der guten Sachen, die da rauskommen wird, dass super viele Leute gemerkt haben, ey, Homeoffice ist eigentlich ganz geil. Und vor allem ist es möglich. Die Arbeitgeber waren ja ständig so, nee, können wir nicht organisieren, ist nicht möglich. Wie schnell es plötzlich ging, als es da tatsächlich ums Geld ging. Ja. Sofort. Mhm. Ja, aber selbst da hat ja die Regierung nicht mehr großartig den Finger drauf, so. Das ist das Einfachste, was man durchführen könnte, so Homeoffice-Pflicht für alle Jobs, wo es halt machbar ist. Aber selbst das kriegen wir ja nicht hin. Das Einzige, was wir hinkriegen, ist halt die Leute in ihrem Keller einsperren, aber halt zur Schule und Arbeit müssen sie trotzdem. Das ist schon ein ziemlicher Witz. Generell auch der ganze Umgang damit. Es sind ja seit Monaten, seit einem Jahr Stimmen laut, nach denen man einfach, okay, wir machen jetzt 2 Wochen alles dicht. So, vielleicht bleiben Supermärkte, wenn ihr Glück habt, bleiben Supermärkte auf. Und dann sind aber auch die Fallzahlen mal so ein bisschen wirklich runtergegangen und nicht nach wie vor auf 20.000 am Tag. Ja, das war ja, ich meine, das hatten wir ja mit dem Winterlockdown, wo die Zahlen wirklich signifikant runtergegangen sind. Und dann hieß es, jetzt machen wir wieder auf. Das ist ja genau dieselbe Scheiße, wo ich mir momentan denke, warum? Als die gesagt haben, wir machen auf, wir können jetzt wieder aufmachen und so weiter und so fort, da gingen die Zahlen nach oben, da kamen gerade die neuen Varianten her. Und ich fragte mich, warum? Hm. Was glaubt ihr, wird passieren? Ach ja, habt ihr mitbekommen, dass jetzt die britische Mutation mutiert sein soll. Ballern. Yes. Endlich. Ich glaube, das ist das, was mich tatsächlich am meisten daran aufregt, dass wir es nach einem Jahr Pandemie nicht geschafft haben, diese Scheiße nicht hinter uns zu lassen. Ich glaube, das regt mich am meisten daran auf, dass wir es immer noch nicht schaffen, die Grenzen nicht ganz zuzumachen, aber möglichst zu überwachen, dass die Leute halt dann in Quarantäne geschickt werden. Ich verstehe es nicht. Wieso sind wir so viel schlechter als buchstäblich jedes asiatische Land? Es ist halt, keine Ahnung, ich glaube, das ist ein kleines bisschen, oh ja, wenn wir die Grenzen in Europa zumachen, dann ist das ja, dann widerspricht das ja der Idee von Europa, was ein richtig behindertes Statement ist, weil du damit einfach Leute umbringst. Mhm. Es ist halt straight up, du bringst damit Leute um. Von daher, nein, mach die Grenzen zu, wir können die wieder aufmachen irgendwann, aber mach jetzt die Grenzen zu, bitte. Ja. Und es untergräbt halt wirklich alles, was wir machen mit dieser, in Bezug auf diese Pandemie. So. Impfen ist dann auch irgendwann egal, wenn die Scheiße nur gut genug mutiert. Yep. Ja gut, das wird schwierig, dass das Ding so gut genug mutiert, dass es gegen die Impfstoffe immun ist. Ich bin, also, die Strategie mit den, also die Spike-Proteine sind bei dem Coronavirus relativ wichtig. Ja. Wobei, wir haben das Problem noch schon mit der brasilianischen Variante.
die Spike-Protein-bezogene Impfung ist ja nur BioNTech, ja. Ist das Ding. Alles andere ist eine ganz normale Vektorimpfung. Nicht alle, nein. Ich meine, AstraZeneca wirkt bei den Varianten nur insofern, dass es einen schweren Verlauf präventiert, aber es wehrt es nicht ab, wie man sich's hoffen würde. Und es hat halt gut, das ist der AstraZeneca-Impfstoff. Das, ne? Ist, das der einzige Impfstoff, den wir wirklich verimpfen. Ja. Das ist auch das Ding nicht. Und der hat, glaube ich, Probleme mit der brasilianischen Mutation, soweit ich das mitbekommen habe. Das ne? Und dann bekommst du das Wunderschön. Mit so, ja, da, weil andere Länder machen ja Sequenzierung, so, das machen wir ja nicht. Das gibt's bei uns ja nicht. Wir haben ja nicht die Ressourcen. Wir brauchen das und, Geld für Banken. Ja. Und dann hörst du irgendwann in den Nachrichten, ja, hier 5 Fälle von der brasilianischen Mutation. Und du denkst dir, wieso? Also wie ist es nach einem Jahr Pandemie immer noch der Fall, dass wir es nicht hinbekommen haben, diese Scheiße rauszuhalten aus dem Land? Ich verstehe es nicht. Das ist absolut nicht aushaltbar. Also, keine Ahnung, du bist hier seit einem Jahr irgendwie zu Hause und machst nichts. Und deine Regierung ist einfach komplett inkompetent, schwachsinnig und was weiß ich, alle anderen negativen Wörter, die mir gerade einfallen könnten. Ich muss hier wieder live googeln, damit wir hier, okay, das ist vom 23.03., ist also gar nicht mehr so her. Also, von der britischen Variante schützt die Impfstoffe offenbar gut. Hinweise auf eine substanziell verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe gibt es bislang nicht. Ist vom WDR. Südafrikanische Variante und brasilianische Variante ist wohl verringert. Aber, es wird explizit gesagt, dass AstraZeneca spezifisch offenbar nicht so gut gegen die südafrikanische Virusmutante schützt. Nicht bedeutet, dass alle Impfstoffe nicht vernünftig wirken. Nur der eine, den ja, gegen eine bestimmte Variante, den also, wahrscheinlich 9 von 10 Leuten, die geimpft sind, bekommen haben. AstraZeneca hat bereits angekündigt, seinen Impfstoff entsprechend anzupassen. Ja, das ist schön. Ob das mal so einfach ist. Noch ein bisschen mehr Glyphosat rein vielleicht. Und dann verkaufen sie EU noch eine zweite Runde von AstraZeneca 2 Electric Boogaloo Impfstoff. Ja. Und wir die dann in Großbritannien erst, verimpft wird. Genau. Wir kommen es wieder erst, nachdem die Briten schon 90% geimpft haben. Mhm. Und deswegen geht der BioNTech-Impfstoff weiter in die USA. Ja. Der wird ja global als Pfizer-Impfstoff verkauft. Ich wünschte wirklich, wir hätten da nicht so amerikanische Sockenpuppen im EU-Parlament sitzen. Und du musst dir überlegen, den BioNTech-Impfstoff als BioNTech-Impfstoff hier in Europa zu behalten, aber naja. Du musst dir überlegen, dass in Amerika hast du jetzt einen Haufen Leute, die rumschreien und sagen, ja, das grauenhafte Healthcare-System des Ultrakapitalismus funktioniert so gut, denn wir haben alle Impfstoffe entwickelt. So, ich meine, die USA hat halt das gemacht, worin sie am besten ist, und zwar Parasit sein auf dem Planeten. Ja. Grundsätzlich ist das eigentlich par for the course. Wir schmeißen einfach Geld an irgendwas und klauen uns das und dann ist das unseres. So, das ist eigentlich. Ne? Ich dachte, du redest von braune Kinderbomben. Ja, das ist die Freizeitbeschäftigung, das ist nicht, wenn es wichtig ist. Das ist das Hobby, nicht der Beruf. Ja, genau. Die Apothekenumschau. Das ist genau. Also ich gehe davon aus, dass mit den Corona-Impfstoffen, es wird halt so wie die Grippeimpfung werden. Das muss dann halt einmal im Jahr machen, auffrischen. Weil davon gehe ich sowieso aus. Also das ist relativ klar. Meine ich aber auch schon länger klar. Ja. Das ist relativ klar. Nur es ist halt sehr lange klar, nur haben wir es halt immer noch nicht hinbekommen und werden es in den nächsten 200 Jahren noch nicht hinbekommen, hier eine vernünftige Infrastruktur dafür aufzubauen. Das ist uns hoffentlich auch klar. Wenn wir von Sockpuppen sprechen, es wurde zuletzt ein Chat-Protokoll aus dem Handy von Sebastian Kurz freigegeben, wo ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Chef der ÖBAG
freigegeben wird. Die ÖBAG ist die österreichische Beteiligungs-AG, das ist der Teil der Regierung, der die Staatsbeteiligung an diversen Betrieben managt. Eine Holdings-AG sozusagen, für so öffentlich gehandelte Betriebe wie die österreichische Post-AG, wo sie 52% halten und so weiter. Und österreichische Post-AG ist ein öffentlich gehandelter Betrieb? Ja, aber 52% gehören dem Staat. Okay. Und seine Verantwortung als Chef der ÖBAG ist es, das zu verwalten, die ganzen Investitionen des Staates. Und diese Person wurde von Sebastian Kurz bestellt und ich zitiere aus dem Chatverlauf. Sebastian Kurz sagt, kriegst eh alles, was du willst. 3 Kuss-Emojis. ÖBAG-Chef antwortet, 3 Smiley-Emojis. Ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. 2 Daumen-Hoch-Emojis, 2 Muskel-Emojis. Ich glaube, Österreich ist, glaube ich, das schwulste Land in Europa. So funktioniert Korruption hierzulande. Und das Ding ist, der Kerl dürfte bei seiner, also bei der Jobausschreibung dürfte der quasi Mitgestaltungsrecht gehabt haben. Bei der Ausschreibung für den Job, wo er sich selbst bewirbt. Oh mein Gott. Für Kurz war es halt von Anfang an schon fix, dass er ihn bekommt. Und ja. Was war denn das letzte Mal? Stell dir vor, so betreibst du Korruption, Alter. Einfach, du schreibst explizit in Privatnachrichten auf WhatsApp. Fucking. Mit viel Emojis. Ich bin so korrupt mit dir. Was war denn das letzte Mal? Bitte? Was war denn das letzte Mal? Da gab es ja schon vor einem Monat oder so eine Nachricht. Ja, was ist war ja das auch wunderbares Meme-Potenzial. Ah ja, das mit Novomatic, wo die das Gespräch ausmachen wollten. Da wurden auch viele Emojis ausgetauscht. Was war denn da in der Nachricht genau? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mal bei uns hier suchen, Novomatic. Ach, tu es für mich, was? Ah ja, tu es für mich. Tu es für mich, Kuss-Emoji. Mm. Homoerotische fucking Korruptionsnachrichten hier. Fucking. Es ist wirklich das schwulste Land in Europa. Ich meine, wenn die rechten Politiker da schon so miteinander rumgehen. Ja. Es wäre lustig, wenn die Linken dann total zugeknüpft wären. Ja, das ist ja schon. Ich meine, gut, das ist ja die modernen Linken sowieso ein bisschen. Ne? Ah, goddamn. Ah, was für eine Pisse. Ja, ich klaue dir jetzt mal eins von deinen Themen, Philipp. Mhm. Die sind für uns alle da. Ja. Themenkommunismus. Kommunales Eigentum. Ja. Das Lobbyregister der Großen Koalition, wo ich ja auch gesagt habe, das ist eigentlich ganz gut, dass wir sowas haben. Faktisch ist immer noch ganz gut, dass wir sowas haben, aber es ist nicht wirklich so geil, was es tatsächlich ist. Es ist kein Lobbyregister. Ja, also es bleibt geheim, welcher Politiker beeinflusst wird. Es bleibt geheim, welche Gesetze beeinflusst werden. Lobbyisten haben einfach die Option, ihre Ausgaben dann nicht drauf zu zeigen. Ja, also wenn die da Geld reinstecken. Kirchenveranstaltungen, Arbeitgeberveranstaltungen und Arbeitnehmerverbandveranstaltungen bleiben unkontrolliert. Und die Maximalstrafe ist 50.000 Euro. Ich glaube, grundsätzlich wäre es einfacher gewesen, wenn du nur gesagt hättest, was da drin steht. Statt was fehlt. Ja, da war auch kirchliche, ich glaube, kirchliche und Rechtsanwälte und sowas sind ausgenommen auch. Ich meine, Shoutout, oder wieder mal das Gegenteil von einem Shoutout an den Kerl von letzter Woche, der einzige ist, Marc Hauptmann aus der CDU, der einzige ist, dessen Korruption nicht so
also nicht größer ist als die Strafe mit seinen 7000 Euro für den Maskendeal. Ja, für alle anderen ist das nicht mal ein Fünftel von dem, was sie erhalten haben. Ah, oh, es ist halt ohne Scheiß, es ist 100% komplett einfach nur, wir tun so, als würden wir etwas machen. Und designen ist genauso, dass wir alles immer noch weitermachen, so genauso tun können wie bisher. Es ist so ein Schlag ins Gesicht für die Bevölkerung und für Leute, die irgendwie politische Transparenz wollen. Absolut, aber das Problem ist dabei, und deswegen hätte ich lieber kein Lobbyregister als sowas jetzt. Ja. Und wenn die Leute halt sagen, so, ja, wir haben ja jetzt ein Lobbyregister, ist ja alles okay. So, das ist halt, das kannst du ja vorschieben. Das ist schlimm. Ja, zu sagen, also wenn du jetzt in Zukunft darauf kandidieren möchtest, ein brauchbares Lobbyregister zu sagen, reformieren wir das Lobbyregister, ist einfach nicht so einschlagend wie machen wir eines. Mhm. Ja. Also es ist im Endeffekt schlimmer als gar kein Lobbyregister. Ja, das stimmt. Fuck, ja. Ich war zu optimistisch eingestellt. Das ist doch immer. Oder wir sind einfach zu pessimistisch. Ja. Die Wahrheit ist wie immer irgendwo in der Mitte. In jedem Argument ist die Wahrheit immer irgendwo Apropos in der Mitte. Apropos Lobbyregister. So vor kurzem, also wirklich vor einer Stunde oder so, also vielleicht sogar weniger, weil ich glaube, das war vor dem Podcast noch nicht in den Nachrichten. Okay. Die Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien für 2019 wurden veröffentlicht. Die kommen ja mal ein Jahr später raus, aber gut. Die AfD ist nicht drauf, weil die es nicht hinbekommen haben, das bereitzustellen. Oder das einfach nicht gewollt haben. Ziemlich und schwach. CDU und CSU sind einzeln aufgeführt. Und die CSU ist immer noch doppelt so hoch wie die SPD. Die dritte Partei. Alter. Leute, die Linke hat mit 500 Euro. Es ist 500 Euro. Und das sind halt auch Verbände und Organisationen. Aber also ich kann mir vorstellen, dass das von den Linken einfach so, was weiß ich, ein Tierheim oder sowas ist. Ja. 500 Euro im Vergleich zu 7.305.000. Ich meine, wenn man die Unionspartei zusammenzählt, sind es 11 Millionen zu 500 Euro. Nicht 500.000, liebe Zuhörer. 500 und nichts. Da hat irgendjemand im Altersheim fucking Taschengeld von den Pensionisten gesammelt. Irgendwie sowas. Und was noch krasser ist, du rechnest die Unionsparteien zusammen und die sind dreimal über allen anderen Parteien, außer der AfD, die ist ja nicht dabei. Ja. Ja, also ich vermute mal, die AfD kriegt tatsächlich gar nicht mehr so viele Unternehmensspenden, weil die kommen eh nicht in die Regierung. Muss man aufpassen, ich glaube, da sitzt ein Milliardär dahinter, der da immer ganz total buttert. Mhm. Meinst du? Also das ist, glaube ich, bekannt, ich weiß nicht genau, wer es ist. Aber ich meine, die haben einen Gönner. Ich weiß noch, der Nick Fuentes ist ein Nazi, der im amerikanischen politischen Diskurs aktiv ist. Und irgendein Franzose hat, glaube ich, irgendwie so 300.000 Euro oder so in Bitcoin an den Kerl gespendet. Okay. Ja, und zwar 2 Wochen vor dem Sturm auf das US-Kapitol. Also ich weiß nicht, inwiefern das relatiert sein soll, aber ich kenne mich mit den amerikanischen Nazi-Medien nicht mehr so gut aus. Das ist viel Geld. Ja. God damn, ich muss ein bisschen rechtsextremer werden. Ja. Kriegst das Koch Brothers Geld. Dass irgendein französischer Weirdo-Geld. Ja, aber das ist ja, weißt du, die Sache, das mit dem Koch Brothers Geld ist ja nicht mehr für, ich meine, die geben das an die Konservativen, an die Sozialkonservativen, weil die Sozialkonservativen dieselbe Politik unterstützen, die fahren halt die Stimmen ein,
damit sie dann rechtsliberale Politik betreiben können, so Hyperlibertarianismus und dann, um zu plakatieren, hey, sagen wir auch mal, wir schießen Homosexuelle. Das stimmt. So, ne? Das ist im Endeffekt das Ziel dahinter. Das ist nicht die politische Realität, mit der du in Deutschland zu tun hast. Dafür geben die ja Geld an die CDU. Aber weißt du, die deutschen Sozialrechten sind ja auch nicht so vielzählig oder überhaupt so sozial rechts, ja, wie die in Amerika. Mhm. Wo du teilweise so 18. Jahrhundert soziale Standards hast. Ja, wenn überhaupt. Gut, das ist auch keine Hürde, über die man unbedingt drüber springen muss. Wenn nicht sogar erstes Jahrhundert nach Christus. Was das mit der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl? Was geht, Kenneth? Ja. Also, okay, wir haben die Grüne als zweitstärkste Kraft nach CDU, CSU. Das haben wir schon was länger. Das war auch vor der letzten Wahl lange so, bis dann irgendwann nicht mehr so war. Spannenderweise. Letzte Wahl war die teilweise die stärkste Partei und ist dann übelst eingebrochen vor der Wahl. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Doch, ich meine schon. Ich meine, es wäre gut, wenig ich auch die Ästhetik der Grünen mag, weil das sind halt so Mittelständler. Ja. Finde ich ja immer noch den Klimawandel ziemlich scheiße. Mhm. Von daher habe ich jetzt nicht so, weißt du, wenn wir eine Bundeskanzler Winfried Kretschmann, also das Kretschmann wird nicht der Bundeskanzler, aber hier, wie heißt sie? Ich weiß, wie du meinst. Baerbock. Genau. Bundeskanzlerin Annalena Baerbock würde mich jetzt nicht stören. Würde ich mal behaupten. Ich würde lieber 5 von denen als Bundeskanzler haben, als so einen Fotzenfritz. Ja. 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 Die kann sich auch gerne klonen und dann so den weißt du, wenn Klonen erfunden wird und dann der IQ von Klonen immer potent oder hier, ne, grundsätzlich immer sinkt, je öfter man klont. Und dann würde ich so den 10. Klon da in den Bundeskanzlerposten lieber haben als Armin Laschet. Oder es ist ja nicht das kleinere Übel, es ist das kleinere, pff, ja, okay. Weißt du, es ist halt fucking. Ich finde das ziemlich gut, muss ich sagen. Das freut mich sehr, dass das der Fall ist. Weil auch wenn Grüne nicht irgendwie zweitstärkste Kraft wird, kommst du halt dadurch, je mehr Stimmen die Linke und die Grüne bekommen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit für eine rot-rot-grüne Koalition. Die auf dieser Sonntagsfrage seid ihr 0,5% von einer Ampelkoalition entfernt. Niemand will die FDP. Ja schon, aber ich sag ja nur, es wäre eine Möglichkeit, niemand will nicht die CDU. Ich will eigentlich immer noch die Kaktus-Eis-Koalition, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Du willst das nur, weil du den Ausdruck geprägt hast. Nicht, ja, das stimmt. Ich habe den Ausdruck Kaktus-Eis-Koalition geprägt. Wieso weißt du das? Weil ich habe letztens meiner Freundin das eine deutsche Video, was du gemacht hast, gezeigt. Memes, okay, für da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber. Du hast ein Video gemacht namens Memes für Politikverdrossene. Ah, war das mit dem. Oh mein Gott, das ist schon ewig her. Ja, aber es ist das eine deutsche Video. Das ist das mit dem Lindner in Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Ah, der. Auf jeden Fall, Kaktus als Koalition, erzählt es euren Freunden. Liebe Zuhörer. Ja. Nur für das Meme. Nicht mal, weil ich es tatsächlich will. Ich will Rot-Grün-Grün eigentlich. Ja, das ist halt, wenn die CDU, CSU noch ein bisschen verliert, dann ist das tatsächlich ganz gut drin. Weil halt gerade im Osten sind Verluste für die CDU, CSU halt oft Stimmen für die Nazis, aber auch oft Stimmen für die Linke, weil die da tatsächlich beide Parteien ziemlich feiern. Was ich interessant finde. Wenn alle Zuhörer des Großdeutschen Podcasts für die Linke wählen, haben wir absolut keinen Effekt auf den Ausgang der Wahl, aber das wäre trotzdem cool. Ja. So 5 mehr Stimmen für die Linke. Ja. Das sind 50. Ah, sagen wir 75 mit den Audio-Zuhörern. Okay. Ja, das gucke ich mir nicht an. Aber auch. Bin ich jetzt eine ausländische Macht, die versucht, die deutsche Demokratie zu beeinflussen?
Ich bin ja persönlich nicht so besorgt über die AfD. Die wird halt Oppositionsmacht bleiben. Mhm. Ich glaube, die AfD ist insofern sogar nützlich, dass sie ein interessanter Pegel dessen sind, wie wütend die Rechtsextremen sind in Deutschland. Und zwar nicht, weißt du, nicht die Rechtsextremen, die, wenn Seda Subunju in den 90ern in irgendeiner Kleinstadt aus Mein Kampf liest, auch versuchen, die Bühne zu stürmen, sondern die Art Rechtsextremisten, die halt in ihrem Privathaushalt ihren transsexuellen Sohn verprügeln. Warte, was war das, was war das mit dem Bühne stürmen? War das Problem Seda Subunju oder war das Problem Mein Kampf? Das Problem war, dass Seda Subunju Mein Kampf liegt. Ist das für die so ein Sakrileg? Ja, er ist ja nicht deutsch. Und dann darf man nicht Mein Kampf lesen. Und er macht sich ja darüber lustig. Okay. Mein Kampf ist weißt du, das schon sind so halt weniger die Skinheads, als es die Leute, die Teil der Gesellschaft sind, die AfD wählen. Ja, das ist Mein richtig. Kampf ist schon so ein richtiges fucking Drama-Queen. Titel für ein Buch, oder? Schon so ein bisschen. Ja, das ist so ein Amokläufer-Manuskript, weißt du? Schon, voll! Ich meine, also der hat da schon einen sehr hohen Highscore, wenn du das als Amoklauf zählen willst. Ne? Also, aber es war ein Team-Effort bei ihm, also. Also im Grunde ist das ja so eigentlich schon mega der Trendsetter, ne? Die machen den ja alle nach. Ja, schon. Ja, Breivik und so. Damn. Spring ein paar Leute um und dann schreibe ich darüber. Oder vorher. Ziemlich abgefuckt. Ja, interessant. Auf jeden Fall wählt die Linke. Oder die Grüne, ist mir egal. Nein, wählt die Linke. Wählen. Weil die Grünen haben das Problem, dass es dann wahrscheinlich schwarz-grün wird. 100. Meinst du? Ich meine das. Ha, fuck. Ich glaube, die sind neoliberaler als... Als die SPD, meinst du? Ja. Das ergibt tatsächlich Sinn. Ich will keine schwarz-grüne Bundesregierung. Also ich will lieber eine schwarz-grüne Bundesregierung als eine schwarz-rote Bundesregierung, aber es muss auch nicht sein. Wer wäre da der dritte Koalitionspartner? Bitte wie? Bitte was? Wer wäre der dritte Koalitionspartner? Ja, momentan sieht das schwer aus. Die würden wahrscheinlich eine Minderheitsregierung machen. Uff. Das ist immer das lustig. Wäre sehr ungünstig. Weißt du, was wir brauchen? Im Endeffekt ist das so ein bisschen so, wie es letzte Wahl ja war. Da stand ja Jamaika auf dem Plan, hatte die FDP aber keine Lust drauf, weil Demokratie findet die FDP grundsätzlich scheiße. Finde ich auch. Das wäre halt ziemlich gut gewesen damals. So, die SPD wäre die stärkste Oppositionspartei geworden. Nein, anders. Die CDU wäre die stärkste Oppositionspartei geworden, hätte dann halt die AfD unter sich quasi begraben. Und wird es dann halt drei Parteien. Hä, wie ist das in der Jamaika-Koalition? Die Farbe Rot gibt es in der jamaikanischen Flagge nicht. Ja, stimmt, das war anders. Stimmt, das war CDU, FDP, Grüne, oder? Ja. Gut, dann wäre doch die SPD die größte Oppositionspartei geworden, hätte die AfD unter sich begraben. Und das wäre ganz gut gewesen für die deutsche Demokratie. Ja, ich meine, schön, ja, starke Opposition ist gut und schön, aber ich will tatsächlich, dass mal fucking progressive Politik gemacht wird in diesem Land. Was will denn der ja noch? Progressive Politik brauchst du Rot-Rot-Grün. Ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Ja. Darf ich noch was auf die Wunschliste schreiben? Dafür musst du in ein anderes Land ziehen. Ja. Neuseeland. Du, da denk ich, es vergeht keine Woche, wo ich nicht darüber nachdenke. Anderen Kontinent. Es vergeht keine Woche, wo ich nicht darüber nachdenke. Aber da bleibt auch nicht so die große Auswahl, weil Kanada ist ja auch ziemlich scheiße, was Covid angeht. Australien. Ja. Neuseeland, die haben quasi nichts. Ja, aber in Neuseeland sind die Leute nicht so australisch. Aber ich mag das australische Mindset. Ja gut, das Schöne ist ja, Neuseeland ist praktisch um die Ecke. Australien ist schon ziemlich abhängig auch von den EU-Lieferungen. Auf der anderen Seite zum Thema... Die sind auch übelst scheiße und konservativ. Ja. Zum Thema Neuseeland und Herr der Ringe, auf der anderen Seite muss man ja bedenken, dass die ihre arbeitsrechtlichen Bestimmungen geändert haben, damit der Hobbit dort gedreht werden kann. Mhm. Yep. Das ist so korrekt, das ist passiert. Ich will das nur nochmal unterstreichen für die Zuhörer.
Die haben... Nicht mal nur, damit es da gedreht werden kann, sondern damit es da gedreht werden kann und die Statisten nicht vernünftig bezahlt werden müssen. Ja, die haben alleine wegen der Drohung, dass die Produktionsfirma von der Hobbit den Hobbit irgendwo dreht, wo die Mitarbeiter halt nicht so gut bezahlt werden müssen. Allein wegen dieser Drohung haben die ihre Gesetze geändert. Ja, Alter, also da geht's auch nicht hin. Da waren, glaube ich, die Liberalen an der Macht. Momentan ist es nicht so. Momentan sind, glaube ich, Labour ist an der Macht. Mhm. In Neuseeland. Was ja grundsätzlich... Ich wünschte, die SPD wäre eine Arbeiterpartei, wie es die Labour-Parteien sind. Dann hätten die auch ziemlich viele Stimmen, aber... Weil australisches Labour ist ja auch extrem gut, tatsächlich. Du musst dir überlegen, wenn du hier auf den Rechenschaftsbericht schaust, die SPD verkauft ihre Grundlagen und ihre Grundsätze und ihre Prinzipien für 2,2 Millionen Euro. Das ist nicht so viel. Ich mein, Gegenargument, die Linke verkauft es für 500. Nein, die Linke verkauft so funktioniert nicht. Das, oder? Nein, mein Problem damit ist ja, dass die SPD ja eine neoliberale Scheißpartei ist, die einfach ja, sich ja, immer schon von... Klar, schon klar. Ich wollte einen Witz machen, Philipp. Ich fand das, hatten wir das nicht sogar letzte Woche, dass es irgendwie um Polizeigewalt ging und die Reaktion der SPD auf Polizeigewalt war, ja, es findet ja schon sehr viel Gewalt auf Polizisten statt. Ja. Das ist nicht das, was wir meinen. Ja. Das ist nicht, das könnte, was wir das meinen. Das könnte so eine Seehofer-Aktion sein. Goddamn. Ah, nice. Ah, ja. Was haben wir sonst noch Schönes? Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass das Sonstige bei 6,5% sind. Noch ein bisschen mehr, ja. noch ein bisschen Politikverdrossenheit, noch ein bisschen, ich möchte gerne eine Partei wählen, die halt meine Prinzipien vertritt. Dann könnte man langsam... Wie heißt das? Ach ja, Prinzipien. Ja, wir haben gerade von der SPD geredet, vergisst man das schnell, ja. Da gibt's sowas nicht. Ja, also, keine Ahnung, wenn die so bei 10-11% sind, dann könnte man die Grundsatzfrage stellen, ob so eine 10-5%-Hürde so eine gute Sache ist. Wenn, ich finde die Prozenthürde sowieso, wenn eine Prozenthürde, vielleicht eine 1%-Hürde. Ja, so wie in den Niederlanden, die haben so eine gestaffelte, glaube ich, ja. die sind immer so bei 1,5% irgendwie sowas, die sich dann halt aus der Standardabweichung, glaube ich, stimmen. Was ja Sinn ergibt. Ja. Eben. Es ist halt, Leute regen sich immer darüber auf, dass es so kompliziert ist in den Niederlanden. Also ja, Demokratie ist nun mal nichts Simples. Mhm. Eine Regierungsbildung ist nun mal nichts Simples. Du kannst nicht einfach irgendwie deine Lieblingsfarbe auswählen. Und wobei, in den Niederlanden kannst du deine Lieblingsfarbe viel mehr auswählen als hier, weil, keine Ahnung, was, wenn dunkelblau deine Lieblingsfarbe ist, wen willst du dann wählen? Ja. Da müssen noch die AfD und die Linke koalieren miteinander. Was wenn Orange deine Lieblingsfarbe ist? Dann bist du in den Niederlanden ohnehin gut aufgehoben. Musst du die Piraten wählen, die kommen eh nicht in den Bundestag. Was ist, weißt du, wenn du Rot deine Lieblingsfarbe ist, musst du dich entscheiden. Das ist, weißt du, was ich meine? Das ist so ein Müll. Und in den Niederlanden hast du praktisch das gesamte Spektrum. Du kannst dir einen Hexcode aussuchen, da gibt es eine Partei für, boom, fertig. Die haben mittlerweile gar keinen Namen, die stehen da mit ihrem HTML-Code. Oder so eine pinke Partei wie in Österreich. Ja, das sind ja aber wähl die nicht, die sind neoliberale NCAP-Arschlöcher. Nein, das ist richtig. 100%. Ja. Wie ist das? Wurde da vorhin gepostet, ab dem 15. April können alle Kalifornier über 16 die Spritze kriegen. Weißt du, was passieren wird? Wir werden so lange Scheiße exportieren, bis die Amis geimpft sind und dann Joe Biden meint,
okay, wir helfen jetzt den armen dritte Welt europäische Verbündeten, damit er nochmal schön den Amis einen runterholen kann und exportiert dann endlich die amerikanischen Spritzen, die in Europa produziert wurden, wieder nach Europa, damit wir uns impfen lassen können gegen Ende des Jahres. Das wird 100% passieren. Weißt du, was auch passieren wird? Die EU-Politiker werden das voll feiern. Werden das richtig ausschlachten, werden da richtig Werbung für machen bei der Bevölkerung und dann haben wir hier bald, keine Ahnung. Danke, Amerika. Und dann wird Nord Stream 2 abgesägt. Mein Take da das wird die Kondition, ja. Ich glaube, die Begründung dafür könnte damit zu tun haben, dass, ich meine, Kalifornien, die haben verdammt viele reiche Kinderstars dort. Sie wollen die Moneten von denen. Ja, das natürlich, aber die haben auch verdammt viele Impfstoffe. Du hast gerade sehr schlechte Bilder in meinen Kopf gesetzt. Was? Das mit den kalifornischen Kinderstars. Ja, die wollen, so dass sie geimpft sind. So ein fucking TikTok-Thought, dass ich das jetzt leisten können Warum will Hollywood wohl, dass die Kinderstars geimpft werden, nachdem die alten Leute auch jetzt... Oh. Und das kommt von unseren Humanisten. Mm. Und das finde ich eigentlich ziemlich lustig, kann ich mir vorstellen, ja. Aber du musst dir geben, dass Europa als Exzellenzcluster praktisch alle Impfstoffe, wirklich fast alle guten Impfstoffe entwickelt hat. Mhm. Ja. Und dann das darauf praktisch zu kapitalisieren, hat Europa dann die EU spezifisch verschenkt. Einfach, das ist ja dasselbe, was in der Bundesregierung mit Technologie passiert. Das ist ja dasselbe, was mit der Firma BioNTech passiert ist. Die sind nicht an der Frankfurter Börse, die sind an der New Yorker Börse, die sind an Wall Street. Weil du in Deutschland, was willst du in Frankfurt mit einem IPO machen? Für die Spritze, die literally die Heilung für die gesamte Welt hat. Kannst du im deutschen Aktienmarkt nicht machen. Weil das ganze Ding im Endeffekt darauf ausgelegt ist, neoliberalen Bullshit zu machen, um Amerika in den Arsch zu kriechen und auch ja nicht zu viel Konkurrenz zu machen. Yep. Ja, so läuft das grundsätzlich. Es ist halt alles läuft so, wie es läuft und wir machen einfach nichts. Es ist ultimativ frustrierend, denn du hast nach wie vor als Europa die beste Grundlage, irgendwas zu reißen auf diesem Planeten. In so vielen Hinsichten, so dass so viel Möglichkeit, positiven Einfluss auf den Rest des Planeten zu nehmen, wenn du es mal ernst nehmen würdest. Mann, so. Alleine das. Das ist so frustrierend. Du bist die EU und jedes, keine Ahnung, wie viele Länder stellen einen vernünftigen Impfstoff her oder teilweise Deutschland auch zwei. Und dann gehst du hin und sagst so, wir verstehen uns aber primär als Handelszone. Einfach den schieren wirtschaftlichen Einfluss, den die Vereinigten Staaten haben, nicht durch Militärgewalt, sondern durch Expertise, welches die Vereinigten Staaten hat, ja. Und natürlich auch Geld, was sie haben. Europa hat mehr davon. Mehr Expertise und ultimativ auch mehr Geld im Sinne von höheren Marktwert als geeinigter Marktplatz. Mhm. Und der tatsächliche Einfluss, den wir haben international, ist nichts. Und auch einfach Diversität. Also halt auch Marktdiversität. Ja. Aber, ja, wie gesagt, das ist halt so frustrierend. So, die EU sagt sich jetzt oder stellt sich jetzt vor, so, wir verstehen uns jetzt als Handelszone, deswegen dürfen wir da nicht irgendwie Einfluss drauf nehmen, was halt absoluter Schwachsinn ist. Denn jedes andere beschissene Land, welches es kann, tut das auch so. Das siehst du ja bei den USA und das siehst du auch bei fucking Großbritannien. So ein Witz. Und dann aber, diese Idee, diese Ausrede geht dann natürlich nur bis zur nächsten Gesetzgebung, womit dann der Bürger wieder gefickt wird. Die verschenken ja sogar die Idee der EU damit. Weil, weißt du, Leute haben ein Problem mit der EU, weil die EU scheiße ist. Mhm. Nicht irgendwie, weil sie diese böse imperialistische Macht, die Europäern die Grundrechte wegnimmt. Nein, nicht mal. Es ist einfach, es ist
es ist eine beschissene Organisation, die nicht das macht, was Leute wollen, dass sie tut. Das ist der Grund, weshalb die meisten Leute ein Problem mit der EU haben. Denn natürlich hast du Rechtsextreme, die sich über Nationalismus aufregen. Aber die sind nicht repräsentativ für den Großteil der Gesellschaft. Aber die Leute, die einfach sich darüber aufregen, dass die EU nicht das ist, was sie tun können, sind natürlich sehr einfach zu rekrutieren für diese Anti-EU-Extremisten, für die extremen Euroskeptiker. Aber der fundamentale Grund, weshalb Euroskeptiker überhaupt erst existieren, ist, weil die EU halt so ein Saftladen ist. Und darauf baut sich dann halt das nächste Problem auf. Ich kann da ein bisschen Gegenwind geben. Mein Grund, warum ich EU-skeptisch bin, weil ich ja tatsächlich bekannterweise bin, hier auf dem Podcast, ich bin die EU-skeptische Stimme, weil ich einfach nicht in derselben Nation wie Franzosen leben möchte. Okay, gut, ja, also das ist Franzose zu sein. Ja. Als Deutsche hatten wir die Möglichkeit, uns daran zu gewöhnen. Ja, wir haben das mal für gesorgt, aber die anderen fanden das nicht so cool. Wir wollten euch da auch dran gewöhnen, aber ich habe Verständnis dafür, dass es dadurch, dass es bei euch ja nicht freiwillig war. Nein, wir waren das erste Opfer der Nazi-Aggression. Kann ich da ein bisschen die Ressentiments verstehen? Um es mal auf Französisch zu sagen. Nein, aber darauf basiert sich dann, auf dieser ganzen Chose basiert sich dann das nächste Problem und das ist einfach meiner Meinung nach das Problem. Hast du Chose gesagt? Ja, das ist ein ziemlich normales Wort. War das aber Absicht, ja, dass du jetzt ein Französisches verwendest? Ja, das war... Wir kommen aus NRW. Die ganze Gegend, wo wir aufgewachsen sind, wurde mal von Napoleon regiert. Ja, und dann nochmal im Ersten Weltkrieg von irgendwie einfach, ne? So Abgaben, ja. Versailler Vertrag mäßig. Wie dem auch sei. Also, darauf basiert dann halt das Problem, dass Großbritannien meiner Meinung nach eine viel zu große Verhandlungsbasis hat in der ganzen momentanen Geschichte. Also auch Brexit, Post-Brexit und jetzt diese Impfstoff-Scheiße. So, wenn es nach mir persönlich ginge, und ich weiß, das würde auch so ein paar Firmen in Europa auf dem Festland ein bisschen betreffen, aber wenn es nach mir persönlich ginge, würde Großbritannien einfach an Mauern zerschellen gerade. Das wäre so meine Reaktion darauf. So, toll, ihr wollt uns den Impfstoff nicht geben, okay, dann machen wir einfach alle Werke hier zu, geben die BioNTech, was weiß ich, oder nehmen uns das Patent, lassen die eine andere Firma herstellen. Und machen den Kanal zu, kein Handel mehr, verpisst euch. Dann in 6 Monaten ist das eine humanitäre Katastrophe in dieser Insel. Wir schicken die fucking Ever Given in den englischen Kanal. Wir bauen davon noch 10 und dann reicht das da für die Scheiße. Ohne Scheiß, ich verstehe dich, wie können die den Mund so voll nehmen? In 6 Monaten, wenn die EU wollte, ist diese Insel eine humanitäre Katastrophe. Das musst du dir vorstellen. So, das ist die fucking EU, das ist Europa generell und die mucken auf und meinen hier irgendeine Scheiße zu machen und meinen, dass sie auf irgendeiner Basis, ich weiß nicht, wo Boris Johnson das her hat, dass die auf irgendeiner Weise eine Verhandlungsposition besitzen. Also ich persönlich finde, wenn jemand in einer Position ist, den Briten eine humanitäre Krise anzutun, dann ist es seine moralische Pflicht, das auch zu verwenden. Das ist grundsätzlich so. Das ist eigentlich, müsste man dem halt klar machen, so okay, wenn du jetzt nicht klein beigibst, dann ist aber Polen bald offen. Das Problem kann ich dir super einfach erklären. Ich meine, du weißt es wahrscheinlich selber. Geld. Du erwähntest vorhin diese 5 Firmen auf dem Festland, die eventuell davon ein wenig Probleme kriegen könnten. Die EU wird Proteste von Millionen und Abermillionen von Leuten gegen Artikel 13 schlichtweg nicht hören. Aber wehe, irgendwer ruft an. Weißt du, Otto Schmidt von der Firma, wir stellen Spritzköpfe her, die spezifisch für die poröse britische Haut entworfen wurden, aus Garmisch-Partenkirchen. Der muss einmal bei Manfred Weber anrufen und der dreht die gesamte EU um für die Scheiße, weil das ist ja ein Unternehmer. Die haben bei ihm arbeitet, das ist ein Arbeitgeber, der hat 5 Angestellte. Die haben die wichtigste Person auf diesem Planeten.
Die haben die Unionspartei um 11 Millionen gekauft, ist das denn? Aber ja, es ist halt, das ist das, worauf es hinausläuft, so. Und fucking. Es ist frustrierend. Ja, es ist die Frustration ist endlos. Ja. Es ist so viel Potenzial da und es wird nichts gemacht. Und das hat halt jetzt natürlich weitere Folgen, wenn du diese um ein weiteres Wort zu verwenden, was jetzt Anklang finden würde, diese Farce. wenn man sich das dann weitergibt und dann gucken sich halt irgendwelche anderen Länder das an, so ja, die EU schafft es ja nicht mal irgendwie diese komische Drecksinsel, die innerhalb der nächsten 2 Tage verschwinden könnte, ohne dass es irgendjemandem auffällt, da in ihre Schranken zu weisen, so was wollen die machen, wenn ich jetzt austrete, oder was wollen die machen, wenn ich jetzt irgendwas erfordere? Ja, ja. Also, ihr kennt ja den Great Pacific Garbage Patch. Wir haben den Great Atlantic Garbage Patch da. Jenseits des Kanals. So, Polen ist auf dem besten Weg dazu, keine Ahnung, der nächste europäische Faschismus zu sein. Aber um so eine Sache zu sagen. 50 Jahren wieder. Um so eine positive Sache zu sagen über Großbritannien, und weil wir diese Episode auch sehr viel über ausländische Parteien gesprochen haben, wie Labour in Australien und so weiter. Ich habe heute mit großem Vergnügen herausgefunden, dass es eine Northern Independence Party jetzt gibt im Vereinigten Königreich, die so für das Yorkshire, der Northumbria-Bereich die Unabhängigkeit anstrebt. Und wenn man so deren Politik anstrebt, ziemlich fucking basiert. Sie beschreiben sich als Democratic Socialist. NOFFC will die Unabhängigkeit. Ich bin mal gespannt, was das wird. Stell dir vor, die schaffen das, aber die Schotten bleiben immer noch an Westminster gekettet. Du bist einfach ein Teil, ist im Mittelteil von Großbritannien, löst sich los und tritt die EU bei. Löst sich Schottland, sie sägen sich ab an beiden Seiten und schwimmen gen Norwegen. Diese schottische Unabhängigkeit und Nordirland und den ganzen anderen Bums, das hätte man aus Europa auch wunderbar unterstützen können. So. Im Endeffekt bleibt, irgendwann bleibt dem Vereinigten Königreich nur noch London und Nordirland, weil sich die Queen dran klammert. Das wird leider nicht passieren, weil sich die EU nicht drum kümmert, aber man könnte einfach so, keine Ahnung, so ein paar Gespräche, ein paar Versprechen und die Insel existiert nicht mehr so, wie sie es jetzt tut. Ein paar illegale Waffenlieferungen an paramilitärische Terrormilizen. Ja, die IRA gibt's ja wieder. Nein, die haben offiziell verneint, dass sie existieren. Okay. Gut, also realistisch gesehen, was die IRA momentan ist, ist es halt einfach die Mafia von Irland. Das ist halt, das sind Drogendealer im Endeffekt. Ja. Das ist das, was sie, weil, weißt du, ich höre das noch nichts Schlechtes über sie von dir gerade. Wenn die Causa praktisch verloren geht dessen, was du im Endeffekt verfolgst. Die Cosa Nostra, wenn man so möchte. Und du halt, immer noch Leute hast, die halt abgefuckte Typen mit Knarren sind. Das werden halt Drogenhändler und das ist das, was die IRA, das ist schon seit Jahrzehnten so faktisch gesehen, die IRA, die nicht existiert, das, was von der IRA übrig ist, das ist halt in vielerlei Hinsicht jetzt einfach Leute, die Kokain verkaufen. So. Und das ist noch eine ganz andere Situation, weil das Problem in Nordirland ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal, hey, dass die bösen britischen Imperialisten sind die Bösen und keiner da mag die, sondern du hast in Nordirland eine horrende Menge an Iren, die halt einfach Protestanten sind. Traitors. Und die haben einen persönlichen Hass auf die Katholiken und umgekehrt. Das Problem ist nicht mal ein geopolitisches Problem, das Problem ist straight up ein Rassismusproblem. Aber bedenke, ist mir scheißegal, gibt's das der Republik. Okay. Nice. Vielen Dank fürs Zuhören beim großdeutschen Podcast. Ja. Unterstützt alles, was England schadet, und wir bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ballern. Nice.